Hallo, meine Lieben. Aus was besteht der Russe an Feiertagen? Richtig, zu 50% aus dem Salat Selodka Potschubei. Übersetzt heißt es Matjes im Mantel. Diesen köstlichen Salat mache ich heute für meine Lieben. Los geht's. Wir kochen dafür Eier. Wir brauchen Kartoffeln und Karotten, also als Ganzes. Die sind alles nicht geschält, weder Karotten noch Kartoffeln. Ich gebe dazu Salz. So, und lasse es kochen, bis die Kartoffeln schön weich sind. Das Ganze habe ich abkühlen gelassen, die Kartoffeln gepellt, die Eier geschält und von den Karotten einfach die Haut abkratzen. Jetzt werde ich die Hälfte aller Kartoffeln auf einer groben Reibe reiben. Verteile ich schön auf dem Teller. Man kann das auch in so eine möglichst mit flachem Boden runde Form geben, die vielleicht durchsichtig ist. Da kann man nämlich schön durch die Schichten schauen. So eine Form habe ich leider nicht, deswegen kommt es hier auf den Teller. Nun ist der Matjes dran. Den schneide ich in kleine Würfel. So, das gibt dem Ganzen so eine schöne Würze. Ist wirklich sehr passend und sehr lecker. So, dieser kommt hier auch auf die Kartoffeln, aber auch komplett, nicht nur die Hälfte. Nun habe ich hier klein geschnittene Zwiebel, die gebe ich auch darüber. Nun ist die rote Beete dran. Ich habe hier gekochte rote Beete, die wird in solchen Tüten verkauft. Die Hälfte davon wird nun auch gerieben. Das haben wir natürlich auch drüber verteilt. Nun habe ich hier Mayonnaise und von der wird eine dünne Schicht aufgetragen. Die Karotten wurden auch auf der groben Reibe gerieben. Jetzt kommen die hier oben drauf. Jetzt wird diese Schicht gesalzen. Die Eier wurden ebenfalls auf der groben Reibe gerieben. Das Ganze kommt hier drüber. Und nun kommt wieder eine ganz dünne Schicht Mayo drauf. Die letzten Kartoffeln wurden auch noch auf der groben Reibe gerieben. Das Ganze wird jetzt auch hier verteilt, leicht andrücken. Zu allerletzt kommt die geriebene rote Beete drüber. Dann haben wir eine schöne Farbe. Auch schön von allen Seiten leicht andrücken. Nun kann man hier eine dünne Schicht Mayo drauf machen und diese Mayo wird sich so nach einer halben Stunde schön rosa verfärben. Sieht wirklich wunderschön aus. Heute dachte ich an ein Netz. Ich werde jetzt ein Netz drüber spannen. So, so, jawohl, das sieht schön aus. Einmal. Und noch in die andere Richtung. Dieses Gericht haben wir mal zusammen an der Volkshochschule in Mannheim gekocht, in meinem Kochkurs. Und da waren alle auch sehr zufrieden und sehr begeistert davon. Freunde, ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und ihr macht es nach. Freue mich immer über eure Kommentare, freue mich immer über eure Likes und bin sehr, sehr dankbar darüber. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, bitte abonnieren. Vielen Dank und bis bald, eure Xenia. Oh ja, ich freue mich. Lecker wie immer.